Na dann. Hier sind wir. Du schon wieder? Vorsicht. Sehe ich. Wir müssen irgendwie zu Papa. Aber um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung wie. Die Wand hochklettern. So, komm zu Papa. Hast du eine Bergsteigerausbildung? Ich bin in der Spezialeinheit, kein Schreibtischtäter. Ich bin in allem Möglichen ausgebildet. So. Ich muss zugeben, ich bin recht froh, das zu hören. Dann brauchen wir auch nicht runter. Also hoffe ich mal, dass er jetzt ans Rohr springt. Hua! Das hat hier gut funktioniert. So, warte. Verdammt nochmal. Das kam überraschend. Könnte man wohl sagen. Gute Reflexe, Major. Und ab. Ohne die würde ich nicht überleben. Ich. Charles, das war ein Burav, oder? Ein Burav. Ein Tunnelbohrroboter? Genau. Buravs fräsen sich in unglaublichem Tempo. Selbst durch die härtesten Gesteinsschichten. Die sowjetische Wissenschaft setzt für unsere naturgegebene Eroberung aller Planeten des Sonnensystems große Hoffnungen auf sie. Kommen die jetzt hier rein, die beiden? Da ist doch noch jemand. Hallo! Den habe ich ganz vergessen. Kommt hier hin? Ach, so einer ist das. Ah, warte mal. Haben wir doch gleich. Oha. Wo ist er? Ich fang gerade erst an. Genau. Ich muss nachladen, warte. So. Hier liegen nämlich noch Sachen. Die würde ich gerne mitnehmen. Für die kann man ruhig mal die Flinte benutzen. Also, für die schwarz angezogenen. Die sind, glaube ich, ein bisschen stärker auch. Was haben wir hier? Was steht hier? Willst du mehr haben? Dann produzier mehr. Willst du mehr produzieren? Dann lerne mehr. Auch ein guter Slogan. Was für eine Ironie. Ich habe mich so gut um diese wunderbaren und brillanten Maschinen gekümmert. Und jetzt? Was für eine Ironie. Wovon redest du? Die Buravs, unser bestes Produkt. Ein Jammer. Wusstest du, dass wir sie nicht ins Ausland verkaufen durften? Wo liegt denn die Ironie? Warum ist ihr Export denn verboten? Warum ist ihr Export verboten? Das sind hochmoderne Städtebaumaschinen. Wenn man sie auf den Boden richtet, hat man in ein paar Monaten ganze U-Bahn-Systeme oder jeden erdenklichen Tunnel. U-Bahnen, ha! Sie wollten sie auf dem Mond verwenden. Zum Terraformen. Sie sind streng geheim und stecken mehr weg als jeder Panzer. PTL-Platten, nicht gekennzeichnet. Spitzentechnologie. Okay. Und worin liegt da die Ironie? Das ist lächerlich. Ich war hier Burav-Robotiker. Als ich hörte, dass die Roboter Leute angreifen, bin ich schnell hergekommen. Wollte meinen abschalten. Also haben sie mich in Stücke gehackt. Meine eigenen Maschinen haben mich getötet. Die Bedientafeln sind voller Trümmer. Jetzt graben sie auf sich allein gestellt irgendetwas aus, als würden sie schlafwandeln oder so. Ich frage mich, was sie ohne uns wohl träumen. Du hast an den Buravs gearbeitet? Von Anfang an habe hier fast alles gebaut. Hier gab es kein künstliches Meer, keine Felder, keine Wälder, gar nichts. Ganz zu schweigen von den Seilbahnen. Nur Gebirgszüge. Kaum jemand denkt darüber nach, wie es hier mal war. Und das alles nur dank meiner Buravs.
Wir haben Berge versetzt, die ganze Infrastruktur gebaut. Und jetzt reißen sie ein, was sie gebaut haben. Wir haben keine Ahnung. Eine Maschine hat einen Geist wie ein kleines Kind. Ohne Liebe und Zuwendung ist sie irgendwann verwirrt. Hm. Okay. Ja. Eine Maschine ist ja auch quasi ein, ja, kann man sagen, ein Lebewesen, wenn es selbstständig denken kann. Da gibt es ein schönes Spiel, was das Thema aufgreift, ab wann man denn unterscheidet, ob eine Maschine quasi, ja, Mann, Leben in sich hat. Ich es liebe, durch pechschwarze Tunnel zu kriechen. Was für ein Ritt. Unter normalen Umständen verbindet die Seilbahn alle unterirdischen Sektoren der Anlage 3826. Nächstes Mal dürfte es einfacher werden. Danke, okay. Kumpel. Nächstes Mal gehe ich lieber zu Fuß, und zwar an der Oberfläche. Ja. Talos Principle greift das Thema sehr schön auf. Oh Gott. Oh nein. Okay, und ich kann auch niemals da stehen bleiben, sondern ich muss... Wo muss ich denn hin? Da nicht. Achso, okay, ich muss mitlaufen und bei den... Ach du Scheiße. Na, dann wollen wir mal. Renn noch mal! Hey, Huha. Das ist meine Station. Was für eine angenehme Fahrt. Was für eine angenehme Fahrt. Kommt man da auch runter? Ich frage mich, wo... Ah, nee, da geht's nicht runter, okay. Aber ich würde einmal hier gucken. Hier sind wir safe, ne? Ist hier noch irgendwas? Ich frage für einen Freund. Aha. Hab's doch gewusst. Siehste? Wer sich umguckt... wird belohnt. Das ist sehr schön. Belohnend, das Ganze. Das mag ich. Wie viele Details hier aber auch drin stecken in diesem Spiel, ne? Es ist unfassbar. Da wurde sich richtig Mühe gegeben. Ey, da fehlen die Batterien. Was ist denn da los? Ah, Entschuldigung. Boah, da muss ich kurz mal abniesen. Hier steht nichts. Ich dachte, da steht irgendwas. Was haben wir hier stehen? Botanik wird den Welthunger bezwingen. Ist das so? Oh, ich kann mal speichern. So. Was? Bauplan, Fuchs. Ach, cool. Was ist das denn? Es ist so gut. Speichere Daten. Es ist wirklich so gut. Das friedliche Atom ist das Herz der sowjetischen Maschinierung. Die Nation der Wissenschaft und der Industrie wurde vom arbeitsamen Bauerntum errichtet. Okay. Achso, da ist zu. Gucken wir mal. Eine Laserwand. Die nehmen es aber genau mit der Sicherheit. Oh ja. Sowas ist nicht ohne Grund da. Da weiß man gleich, auf der anderen Seite ist was Wichtiges. Ganz richtig, Genosse Major. Das Verteilzentrum, das wir suchen, ist tatsächlich auf der anderen Seite. Durch eine Laserwand schaffe ich es auf keinen Fall in einem Stück. Weiter vorne ist ein Fabrikator. Versuch deine Ausrüstung zu verbessern, um deine Laserresistenz zu erhöhen. Nicht wieder der irre, notgeile Kühlschrank. Alter, diese Bilder... Also die Mode, die hat sich wirklich kaum verändert, finde ich. Also Badeanzüge und so sehen ja immer noch top aus. Also, Chacuzel, es ist so. Top Friese übrigens, muss ich sagen. Sehr schön. So. Gibt's hier was zum Looten? Okay. Hier gibt's was zum Lesen. Wie interessanter. So.
Anfälligkeiten der Roboter. Mhm. Leiter des Reparaturtrupps an Leiter des Sicherheitsdienstes. Bitte gib bei deiner Versammlung die folgenden Informationen an die Mitarbeiter weiter. An alle Junior-Ingenieure. Angesichts der immer häufiger auftretenden Zwischenfälle, bei denen Vovas in einer Endlosschleife feststecken. Ursache noch unklar. Denk bitte daran, dass sie immer auszuschalten. Anders als bei Arbeiterrobotern befinden sich bei den Laborrobotern das Zentrum der Nervenenden konstruktionsbedingt im Steißbein. Im Falle einer Fehlfunktion nähert euch dem Roboter vorsichtig von hinten, führt ein Werkzeug in den Schlitz ein, um den Schaltkreis zu unterbrechen, und ruft einen Techniker. Bei den Rafix ist die Sache anders gelagert. Es ist strengstens untersagt, sie zu öffnen, da ihre Energiezellen explodieren können, wenn sie von einem Laien entnommen werden. Ui. Verdächtige Aktivitäten. Streng geheim. Die Ärztin, die erst seit kurzem im Komplex gearbeitet hat, hat die Anzahl ihrer Visiten beim Gefangenen Pal Petrov erhöht und ignoriert davor häufig andere Gefangene. Ich beantrage die Genehmigung zur Verstärkung der extremen Überwachung von Viktor Petrov, Gefangennummer S23038, um mehr über diesen Treffen zu erfahren. Auszüge aus einem Bericht. Zeugenbericht zu dem Gefangenen F541, Sozialwertung 1. Das glaube ich nicht. Petrov ist zwar ein Psycho, er ist kein Überläufer. Selbst wenn sie ihn dafür bezahlt haben, uns zu verraten und ihn rekrutiert haben, ist er, naja, er ist im Grunde ein Kind. Wie ein Kind. Er will geliebt und respektiert werden. Er will, dass die Leute ihm sagen, dass er klug und brav ist. Hier wimmelt es nur von Genies. Da ist er einfach aus Eifersucht durchgedreht. Gewiss, er hätte schon Sabotage begehen können, aber nicht für amerikanisches Geld. Und wenn Geld geflossen ist, dann war das für ihn nur ein Vorwand. Er will Anerkennung. Und wenn er die als Wissenschaftler und Ingenieur nicht bekommt, dann holt er sie sich eben auf andere Weise. Er will es in die Geschichtsbücher schaffen. Welche Geschichte? Tja, ich glaube, das steht auf der Liste seiner Prioritäten relativ weit unten. Psychologische Beurteilung von Dr. A. Reufe. Die Untersuchung von Viktor Petrov psychischer und psychologischer Verfassung hat folgende Diagnose ergeben. Ausgeprägter Narzissmus, schwere Depression basierend auf einem tief sitzenden Minderwertigkeitskomplexes, Eifersucht basiert auf Ego-Hyperkompensation, Besessenheit von Bildern aus der Welt des Theaters und fantastischen Sterben nach Anerkennung, Streben nach Anerkennung. Insgesamt kann Petrov nicht als berechender Verräter angesehen werden. Seine Verbrechen beruhen ausschließlich auf traumatischen Faktoren und eventuell Geld aus den USA. Sofern es denn überhaupt existiert. War nicht der unsächliche Grund für sein Verhalten, sondern lediglich ein Vorwand für sein stabiles Ego. Ich rate dringend dazu, Petrov in einem psychiatrischen Isolationsflügel zu verlegen, um ihn dort zu behandeln zu lassen. Uiuiuiui. Ist ja schon sehr schwerwiegend, Mr. Petrov. So, Metallteile. Schatz, da bist du ja wieder. Ja. Wo warst du denn so lange? Oh. Ich war so einsam. Ist das so? Ich muss durch eine Laserwand kommen. Am liebsten lebendig. Was für eine dumme Idee, Schatz. Das ist doch schrecklich gefährlich. Bleib lieber bei mir. Ich mache, was du willst. Gib mir einfach einen Schutz gegen Laser. Oh, ja. So knallhart. Ich erzittere. Spritzt dein Polymer in mich hinein? Lass dich von ihr nicht herumkommandieren. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hör nicht auf ihn, mein Großer. Er will uns auseinanderbringen. Nimm den dummen Handschuh ab, damit wir für immer zusammenbleiben können. Aha.
Willst du, dass ich dich schlage oder in Stücke zerlege? Würdest du mich wirklich wegen eines dummen Handschuhs töten, Liebling? Wie würdest du denn ohne mich in dieser grausamen, gewalttätigen Welt überleben? Ohne Probleme. Ist ja nicht so, als würdest du mir irgendwie helfen oder so. Ich kann doch nichts aus dem Boden stampfen, Liebling. Ich brauche Polymer und andere Komponenten. Stück mir dein Polymer rein und ich gebe dir, was du willst. Alter, diese Dialoge. So, wähle eine Fähigkeit. Hier. Noras Kuss. Für begrenzte Zeit bleibst du bei ein Trefferpunkt, wenn du tödlichen Schaden erleidest. Nach dem Aufladen kannst du Fähigkeit neu. Also kannst du die Fähigkeit erneut einsetzen. Okay. Na gut, schon verstanden. Du kriegst dein Polymer und deine kostbaren Komponenten. Jetzt installiere endlich den Laserschutz. Was immer du sagst, mein Hengst. Verbesserung initiiert. Entspann dich und genieße. Aber versprich mir, dass du wieder schmutzige Dinge zu mir sagst. Oh, ich hau dir gleich eine rein. Ja, ja! Schlag mich, Meister! Ich liebe dominante Kerle. Ist ja widerlich. Schön, es wird dein besser. Dein Verteidigungssystem ist aktiv. Versuch, durch die Laserwand zu rennen. Nach dem, was da gerade abging, renne ich liebend gern durch jede Wand. Aber einfach durchrennen. Warte mal, ich muss erst mal gucken. Ich muss erst mal gucken, ob wir noch was verbessern können. Fuchs, warte mal, kann ich das Auswahl? Kann ich den... Achso, man kann den herstellen auch, ne? Aber wir haben nicht genügend Ressourcen. Okay. Weil... Ach, hier stehen... Ach so, welche Roboter welche Teile haben oder was? Ach du Heiliger. Ach du Kacke. Das ist ja umfangreich. Okay, wir brauchen hiervon noch was. Ansehen. Wie viel brauchen wir denn insgesamt? Steht das irgendwo? Ach so, 123 und 80. Leck mich fett. Okay. Ja, also einfach durchrennen. Das tat weh. Aua. Oh, das war ganz schön heftig. Fast wär's das gewesen. Betonung auf. Fast. Stimmt. Suchen wir den Verräter. Wenn ich den in die Finger kriege, reiße ich ihm den Kopf ab. Okay. So, wo sind wir denn hier? Keine Sorge, Schatz. Mir geht es blendend. Die Operation war völlig schmerzlos. Gut. Du musst jetzt gehen. Ein bewaffneter Mann ist hinter dir her. Er trägt einen experimentellen Polymerhandschuh. Der muss zu Sechenov gehören. Larissa, hast du mit ihm geredet? Er wurde von einem Buraf angegriffen. Wir brachten ihn auf die Krankenstation. Ich konnte ihn nicht einfach verbluten lassen. Wäre aber besser gewesen. Das hätte uns eine Menge Ärger erspart. Du machst mir Angst, wenn du so redest. Ich treff dich beim Ausgang. Bin direkt hinter dir, Schatz. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Hoffnung ist gefährlich. Hände hoch! Victor? Was soll das? Bist du taub? Hände hinter den Kopf! Victor! Wer bist du denn? Major Nichayev, Sondereinsatztruppe. Und das war deine letzte Frage. Du kommst nach Chelomei. Victor, rette dich! Chelomei. Natürlich, Genosse Major. Eindringling. Was? Eindringling! Warnung! Hey, stehen bleiben! Warnung! Verdammt. Alarmstufe rot. Lockdown in Gang. Oh Gott, aua! Was? Hilfe! Warte mal eben, Kinders, Moment. Huahahaha. Bam. Alter. Pff.
ist ziemlich gut darin, die Roboter herumzukommandieren. Fast als wären sie sein Eigentum. Und er hat die verdammte Tür abgeschlossen. Petrov ist mit einer mobilen Energiequelle namens Kerze weggelaufen. Kerze. Sie liefert Strom für das Notfall-Lockdown-System. Ohne Kerze lässt sich die Tür nicht öffnen. Ich werde noch eine auftreiben. Es muss doch mehr als eine Kerze in diesem Komplex geben. Wir müssen uns beeilen. Sonst entkommt Petrov aus dem Sektor und wir müssen ihn von Neuem aufspüren. Das war also Viktor. Und die Tante war die unsere, die uns gerettet hat, ne? Oha. Oha. Erstmal hier. Alter, wo kommt der denn her? Nein. Nein. Achtung an alle Mitarbeiter. Bitte hört euch diesen Chibita an und lasst ihn dort, wo er ist. Er soll alle daran erinnern, unter keinen Umständen Pflanzenproben mit nach Hause zu nehmen. Okay. Auch wenn sie noch so harmlos erscheinen. Pflanzen aus den Laboren können genetische Eigenschaften besitzen, die sich negativ auf eure Lebensqualität auswirken. Was im Labor gezüchtet wird, bleibt im Labor. Punkt. What happened in Vegas stays in Vegas. Hier kommen wir nicht durch. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Okay. Wir brauchen also eine Art Kerze. Das ist ja witzig. Hier kommen wir auch nicht rein. Hä, verfolge ich mich wieder irgendwas?